Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen Folge von Valiant Hearts. Und wir müssen zuerst noch ein kleines Tagebuch uns angucken, denn ich habe das Falsche, oder nicht das Falsche vorgelesen, aber die zwei haben wir vergessen. Das haben wir gerade in der Pause gemerkt. Darauf warten, dass die Lasagne fertig ist, und dann Lasagne futtern und Stream gucken. Das machst du vollkommen richtig. Und jeder, der vielleicht noch den Stream ab und zu mal gucken will, der kann einfach, also entweder zu solcher Art spielen, dann am Freitag ab 18 Uhr dabei sein, oder am Samstag ab 16 Uhr, oder am Sonntag ab 17 Uhr. Schamlose Eigenwerbung aufgrund eines Kommentars. Ich werde immer schleimiger. Naja, schaltet einfach mal rein. Gut, nein, dann lasst es dir schmecken und ich hoffe, dass die Lasagne gut wird. So, dann lesen wir jetzt mal kurz von dem Guten hier den 7. September 1914 durch. Ich habe sie um Haaresbreite verfehlt. Es wird nicht noch einmal vorkommen. Der Brief von meinem jüngeren Bruder war rührend. Er hat mich richtig aufgemuntert. Es ist gut, dass er wieder in den Staaten ist und damit ganz weit weg von diesem Albtraum. Der Junge hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Oh nein! Die USA sind ja auch mit in den Krieg dann später eingetreten. Ich hoffe nicht, dass der jetzt noch, also dass wir dann noch irgendwas hören, dass es den erwischt hat oder so. August 1914. Heute Nachmittag um 16 Uhr haben alle Glocken in Paris angefangen zu läuten. Es war unheimlich. Jemand auf der Straße hat mir erzählt, es sei für die Mobilisierung der Truppen, für den Fall einer deutschen Kriegserklärung. Ich schreibe Vater, um herauszufinden, was in Belgien vorgeht. Gut, da haben wir die Dame jetzt auch noch kennengelernt und jetzt muss man anscheinend mit einem Auto irgendwie ausweichen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Scheiße. Auch noch zur Melodie hin, ne? Alter. What the fuck? Wirklich auf die Melodie, ne? Jetzt wird's total abgehen. Ehrlich jetzt? Es ist so einfach nur falsch. Es ist falsch mit euch, Leute. Arschkrampen! Gerade eben war noch alles lustig und jetzt auf einmal sowas. Alter. Okay, die Schützengräben. Die Soldaten in den Schützengräben lebten nicht alle unter den gleichen Bedingungen. Die Deutschen begannen schon früh ihre Gräben mit Beton, Stahl und Bunkerkonstruktionen massiv auszubauen, während Briten und Franzosen noch im Schlamm warteten. Häufig lagen die gegnerischen Gräben nur wenige Meter auseinander. Hinter den vordersten Gräben wurden weitere Unterstützungs- und Reservegräben ausgehoben, in die sich die Soldaten zurückziehen konnten, wenn ihr Graben vom Feind erobert wurde.
Normalerweise wurden die Soldaten in den Gräben an vorderster Front regelmäßig abgelöst. Rémy und Neuvillon-Saint-Vaast waren zwei deutsche Stellungen, die sehr früh befestigt wurden. Eine Vielzahl von Schützen und Laufgräben waren mit unterirdischen Bunkern verbunden, daher der Name Labyrinth. Wiederholt versuchten Briten, Franzosen und Kanadier, diese Schlüsselpositionen einzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Die Verluste waren so immens, dass die Stellung Ende 1915 für uneinnehmbar erklärt wurde. Die marokkanische Division glich von ihrer Struktur her den übrigen französischen Kolonialtruppen und der Fremdenlegion. Sie bestand aus tunesischen und algerischen Schützen sowie marokkanischen Zouaven. Im Jahr 1915 eroberte sie erfolgreich den Höhenzug von Rémy, musste sich aber mangels Unterstützung durch den französischen Generalstab nach 2 Tagen zurückziehen. Für ihren Einsatz wurden sie mit der Ehrenlegion ausgezeichnet. Ihre Devise lautete: weder Angst noch Gnade. Ja, schön, schön, schön. Aber nichts stoppt die Sprengung des Parlaments in Vivi Vendetta. Tschaikowski hat ja nicht umsonst Viertelfinder als Instrument benutzt. Ja, aber ich fand das schön, wirklich. Die Musik dazu und dann das Maschinengewehr und die Bomben und alles. Und dann war komplette Ruhephase. Dann hattest du auch nichts, was du machen musstest. Und dann ging es wieder los. Und es hatte schon gerade echt was. Fand ich sehr schön. Die Marinekanonen. Marinekanonen sind Geschütze, die Geschosse mit einem Gewicht von bis zu 380 Kilogramm abfeuern konnten. Für diese extrem schweren Geschütze mussten spezielle Eisenbahnschienen entwickelt werden, über die sie in Stellung gebracht wurden. Bedient wurden sie von Marinesoldaten, die den Auftrag hatten, sie im Falle eines Rückzugs in die Luft zu sprengen, damit sie dem Feind nicht in die Hände fielen. Okay, jetzt haben wir hier... okay. Mal gucken. Ah! Okay. Was? Leben Sie! Ali! Merci, Walt. Das ist ein feines Hundi. Eintreffen, ne? Danke, mein Kleiner. So, kann ich hier gar nicht rüber, ja? Ich muss da nach rein. Okay. Ich mich auch hier dahinter verstecken? Ah! Ich habe die falsche Perspektive im Kopf gehabt. Ah! Alles klar. Ali,
Ich hatte die falsche Perspektive. Die sehen den Hund nicht? Hey. Ah, warte mal, die Cam hat schon wieder irgendwas. Ich hasse das. Was machst du denn jetzt schon wieder? Warum? Das ist doch zum Kotzen mit dir. Warum stellst du dich einfach um? Ach, das ist, weil die... Das ist wegen den Zusammensetzungen. Oh, fuck. Weil die hier alt benutzen. Warte mal, da muss ich gucken, ob ich das irgendwie... Dann muss ich es auf Steuerung umändern. Das ist scheiß... Blöde Kameratool, ey. Und dann kannst du es nicht mal umändern. Oder komplett deaktivieren halt. Umändern könntest du es, aber nicht komplett deaktivieren. Ich will mit dem Ding ja gar nichts machen. Nee, nicht das Spiel. Das Spiel und die Kamera-Shortcuts, die haben sich gebissen. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass ich bis hierhin jetzt noch keine Objekte gefunden habe? Das kann doch nicht sein. Wisst ihr, hier ist schon das zweite. Feldflasche. Soldaten litten häufig unter Durst und die Wasserversorgung war alles andere als regelmäßig. Die Soldaten verfügten über Feldflaschen, in denen sie Wasser oder Wein transportierten. Einige hatten Taschenflaschen. Oder Ziegenhäute, die weniger schwer zu tragen waren. Okay. So, gut, dann müssen wir jetzt natürlich hier nochmal raus. Das ist ja auch fies. Alter, ist das fies. Ach Gott, nee. Aber wir haben's. Periskop. Um die gegnerischen Gräben zu beobachten, ohne das Feuer auf sich zu ziehen, nutzten die Offiziere und Soldaten Periskope. Sie bestanden aus in einem Rohr montierten Spiegeln, die über den Rand des Grabens gestreckt werden konnten, ohne das eigene Leben zu riskieren. Ähnlich wie die Periskope bei den wunderbaren und überhaupt nicht kriegerischen und gefährlichen und mörderischen und was auch immerischen U-Booten. Oder Torpedobooten. Torpedoboote und U-Boote sind etwas anderes. Ich hätte drauf schwören können, dass Witcher 3 und Horizon ihm diesen Fimmel abtrainieren würden. Niemals! Was? Nö, also eigentlich nicht. Ich mag das gerne. Ja, doch. Oh Gott, die Mucke, ey. Wald.
Sturz. Was hieß du da? Die Deutschen einen MG auf ihren eigenen Stellungen. Naja, ich denke, dass sie gar nicht auf ihre eigenen Stellungen so sehr gerichtet waren, aber vielleicht halt eben zum Schutz vor Eindringen wie für uns. Kann ich mir schon gut vorstellen. Was? Neurasthenie-Fiole? Um der Problematik des moralischen und physischen Verfalls entgegenzuwirken, verteilten die Ärzte Neurasthenie-Spritzen. Ich wüsste wirklich nicht, wie ich es anders aussprechen soll. Eine Mischung aus Magnesium und Pottasche, die erschöpften Soldaten einen Schub geben sollte. Gut, okay, dann haben wir das hier auch. Sieht der da hinten uns eigentlich? Nee, ne? Okay. Gut, dann mein lieber kleiner Wuffzewaus. Geh doch bitte mal dahin. Und jetzt gehst du mal bitte genau dahin. So, ist es richtig. Danke sehr. Obwohl, nimm das doch bitte mal mit. Ah, können wir auch gleich zwei mit einmal machen. Möchtest du mir das vielleicht geben, Hundi? Sachen. Hundi, kommst du wieder raus? Das wäre total knorke. Ich mach das mal, wenn er nicht guckt. What? Okay. Gut, ich hätte anderes erwartet, aber ist auch in Ordnung. Nur die stündliche Nachtexplosion. Genau. Das fällt nicht auf. Ah.
Steht da oben. Eines deutschen Soldaten. Lieber Andrea, wir sitzen seit Januar hier in diesem Loch. Halt es einfach nicht mehr aus. Bin es absolut satt, wie eine Ratte zu hausen. Ich vermisse mein altes Leben. Mit dir unter den Linden zu flanieren. Ich vermisse sogar die Arbeit in der Fabrik. In Liebe. Dein Dieter. Adlerforden, oder? Halt! Dann wohl woanders hin. Hm? Ja. Du kannst auf jeden Fall schon mal hier oben in die 1 gehen. Genau. Okay, aber wie es hier weitergeht, an der nächsten Folge. Tschüss, Sirio.